Unser Unternehmen zeichnet aus, dass wir ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen sind, welches passive optische Komponenten für Glasfaserübertragungsnetze hier in Berlin entwickelt, produziert und von hier aus den Vertrieb organisiert. Die Herausforderungen an das Unternehmen sind die, dass wir als mittelständisches Unternehmen in einem Markt unterwegs sind, der durch zwei Extreme gekennzeichnet ist. Das eine Extrem, wir stellen Bauteile für Infrastrukturmaßnahmen her, und auf der anderen Seite das Extrem, dieser Markt entwickelt sich auch sehr schnell. Auf der einen Seite hohe Langlebigkeit, auf der anderen Seite dynamisches Anpassen an neue Anforderungen. Die Digitalisierung ist aus meiner persönlichen Sicht der einzige strategische Weg, dort dieses Gap zu überwinden. Auf der einen Seite brauchen wir die Kreativität der Mitarbeiter, auf der anderen Seite steigt natürlich auch die Forderung nicht nur an die Funktionsweise, sondern auch an die Distribution, an die Logistik extrem an. Und dieses Spektrum als mittelständisches Unternehmen kann man nur durch Einführung digitaler Prozesse bewältigen. Die Visionen, denen wir als Unternehmen folgen, sind auf der einen Seite natürlich technischer Natur, dass wir bis hin zu künstlicher Intelligenz, wo ich ehrlicherweise sage, lasst uns erstmal die natürliche Intelligenz der Mitarbeiter richtig einsetzen. Aber der Weg ist einfach, dass Prozesse und Mitarbeiter im Unternehmen qualifiziert werden müssen, dass sie auf Kundennutzen ausgerichtet werden müssen, und das ist mit Stift und Papier natürlich überhaupt nicht mehr möglich. Da müssen modernste Technologien eingesetzt werden, und das am Ende geht für Mittelständler natürlich auch nur mit Partnerschaften, mit Unternehmen, die auf diesem Weg ein Stück weit voraus sind und die sich eben auf diese Prozesse spezialisiert haben. Die Position zum Thema Cloud ist letztendlich aus der allgemeinen Entwicklung abzulesen. Es gibt eine ganze Reihe von Fürsprechern, natürlich für die Cloud. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die insbesondere durch den Mittelstand geäußert werden. Unsere Position zur Cloud ist ganz klar und ganz offen. Wir sind auf dem Weg, unsere Prozesse in die Cloud zu verlegen. Die Schwierigkeiten, die wir einfach sehen, ist die Verfügbarkeit der Signale. Da meine ich jetzt nicht nur die Verfügbarkeit des Systems Navision als solches, in der Cloud dann natürlich, sondern auch, ich brauche sie am letzten Arbeitsplatz. Wir sind ein Produktionsunternehmen, und da weiß ich natürlich als Lieferer von Netzwerkkomponenten, dass man da keine 99,9% Datenverfügbarkeit hat. Aus diesem Grund haben wir seit dem 01.01. diesen Jahres unsere Office-Prozesse in die Cloud verlegt. Das Navision, wir arbeiten mit der Version 2017 aktuell noch, läuft bei uns on-premise auf den Servern unseres Unternehmens, und wir fahren momentan eine Hybridlösung, die sicherlich etwas mehr Aufwand bringt, aber uns die Sicherheit bringt, dass wir die Prozesse einfach selber auch gut steuern können. In 1-2 Jahren werden wir das Projekt mit Cosmo dann starten. Natürlich auch das Navision 2017 auf den letzten Stand, und der heißt Cloud, zu bringen. Die Change-Prozesse sind immer eine sehr große Herausforderung, und die Fragen, die einfach zu klären sind, gerade wenn man, und ich möchte es jetzt nicht nur plakativ positiv formulieren, wenn man sehr lange erfolgreich mit Mitarbeitern zusammenarbeitet, dann entsteht so das Gefühl, wenn ich das mit diesen und jenen Werkzeugen angehe, das Problem, dann kommt es zu einer guten Lösung. Da können wir auf einen guten Track-Record in den letzten 20, 30 Jahren zurückschauen. Aber diese Werkzeuge funktionieren in Zukunft nicht mehr alle so, sondern es sind viel mehr Anforderungen, es ist größere Flexibilität. Es kommen natürlich auch junge Mitarbeiter ins Unternehmen. Also das ist ja nicht so, dass da jetzt auf den Punkt hingearbeitet wird, dass alle da in die Rente gehen. Aber diese Prozesse brauchen auf der einen Seite die persönliche Ausbildung, die persönliche Motivation, Identifikation und natürlich auch tragfähige und vertrauensvolle digitale Prozesse. Und dieses soll eben nicht zum Bermuda-Dreieck werden, sondern dort möchten wir sowohl die Technik als auch die Unternehmensausrichtung als auch die Arbeitsweise der Mitarbeiter gemeinsam im Fokus behalten.
Die Beziehungen zur Firma Cosmo Consult datieren aus einer Zeit, als der Rumpf des Unternehmens noch Tectura hieß. Wir sind im Jahre 2007 als Unternehmen zum System Navision gekommen, hatten zuerst eine Philosophie, die extrem dadurch gesteuert war, dass wir der Meinung waren, das System muss sich unseren Abläufen anpassen und all das, was wir händisch tun, muss im System abgebildet werden. Das führte dazu, dass wir extremst viele Sonderlösungen und Anpassungen hatten, die natürlich an der technischen Entwicklung nicht Schritt halten können. Und wir haben dann, ich glaube, nach 2-3 Jahren, ich sag's mal so, die ganze Sache in den Kübel geworfen und haben uns einen Dienstleister gesucht, der von seiner eigenen Entwicklungs- und Organisationsstruktur in der Lage war, uns als Mittelständler an die Hand zu nehmen und uns organisatorisch und inhaltlich zu begleiten. Die Prozesse, die haben wir mit eingebracht. Und ich muss bis zum heutigen Tag sagen, dass aus dieser Startverbindung ein jährlicher, täglicher Prozess geworden ist, sodass wir die Prozesse, die wir im Unternehmen haben, die sich ändern, nicht erst alle paar Jahre angreifen, sondern dass wir einen laufenden Veränderungsprozess haben, der eben auch durch Cosmo unterstützt wird. Die Beziehung zu Cosmo Consult ist von einem wirklich großen Vertrauen geprägt von unserer Seite. Wir befinden uns im Unternehmen gerade in einer Umbruchphase. Wir führen digitale Strategien ein, wir führen Handelsstrategien ein, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Und die Entscheidung des gesamten Leitungsgremiums des Unternehmens war einfach die, für einen solchen, vielleicht sogar existenziellen Prozess braucht man einen Partner, auf den man vertrauen kann. Und das ist Cosmo Consult für uns.